Moin Leute, was geht zu einer neuen Folge Minecraft Season 3 mit dem lieben Verräter Chris und Johannes. Schön, dass ich trotzdem lieb bin. 22, 33 in der Höhe und 33 in der Breite. Ach du Scheiße. Reicht aber das, was du terraformt hast, nicht, ne? Nicht mal ansatzweise, Dodo. Ich weiß nicht mehr, wo wir da Richtung Minenschacht gelaufen sind. Das würdest du mir das noch verraten. Ich suche mir einen neuen Platz, der nicht so weit weg ist. Ja, wir sind doch hinten Richtung den Lavaweg hoch, oder nicht? Ja, und dann? Ja, und dann, Verließ ihn schon. Weiß ich das auch nicht mehr. Wir müssen uns vielleicht mal angewöhnen, überall Fackeln hinzustellen. Hab gehört, das wäre nicht schlecht, ja. Das hab gehört, das soll helfen. Aber das ist so eine Ressourcenverschwendung. Nö, eigentlich nicht. Wir sind hier hoch. Das hat eine dann schlimme schon zweimal. Ressourcenverschwendung ist es nämlich, wenn du dein Zeug nicht wiederfindest, weil du es eben nicht gemacht hast. Das hat dann schon zweimal wieder rumgeheult. Komm jetzt endlich. Ja, ich habe doppelt so viel rausgeholt wieder. Aber ihr hättet jetzt sogar noch mehr wieder rausgeholt, wenn ihr Fackeln aufgesammelt hättet, aufgestellt hättet. Dann wäre Dodo jetzt nämlich in der Lage, sein Zeug schneller wiederzufinden. Das bisschen, was Dodo da hatte. Wäre trotzdem mehr gewesen, als ihr jetzt habt. Das hier. Ich glaube, der Rest kann erstmal aua hier bleiben. Ja. Die Kinder. Oder was ich auch mal machen könnte, ist unterirdisch bauen. Das mache ich tatsächlich lieber. So zwergenmäßig. Ja, aber das ist so leicht. Ja, nicht schlimm. Hauptsache, es sieht gut aus am Ende. Auch wieder wahr. Ich peil das nicht. Nachbauen. Hobbing meinst du? Ja. Ich werde mich tatsächlich. Perfektionismus ist eine Krankheit, das ist scheiße. Das ist wie ein Jucken, was nicht aufhört, aber du musst es machen. Ja, ich kenne das. Das habe ich auch eine Form von Autismus. Ich hab's versucht, mir schön zu reden, aber es wird nix. Packen wir jetzt da rein. Einmal, zweimal. So. Eisen brennt, Gold brennt. Das ist doch doof, Jungs. Verstehe den Hass. Bin ich so wirklich zufrieden mit dem Platz hier? Laufe ich wieder rum wie der letzte Dulli? Und so verzweifelt nach einem Platz, was meinen Vorstellungen entspricht. Er ist mal umsonst geterraformt. Nee, den Platz da kann ich schon gebrauchen. Das ist ja nicht so weit weg von dem ursprünglichen Platz, wo ich jetzt bauen will. Aber. Ich hab die Stelle wieder gefunden. Ja. Yes. Zeug ist zwar weg, aber hast wenigstens. Jetzt Fackeln. So, Brot. Bis der Magen knurrt. Das Traurige dabei ist halt einfach, dass ich eben Level 20 war. Ja, das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, was Minecraft angeht und die Level. Aber da kommst du wieder hin, das ist nicht so wild. Und das eigentlich recht schnell sogar. Ja. Seit wann kann man mit der Goldspitzhacke kein Eisen mehr abbauen? Ging schon immer nicht. Gute Frage. Wusste ich gar nicht, dass das nicht geht. Ja, das geht. Du kannst nur Steine damit abbauen. Oder ich hatte es wieder vergessen, das könnte ja auch sein. Und Kohle.
Kohle, 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 Kohle. Also, die Spitzhacke ist genauso gut wie Holz. Da ist halt nur die Geschwindigkeit das Beste. Er ist Gold nicht gebrauchen. Ja, genauso nutzlos wie du. Das ist deine Meinung. Du dummes. Schon wieder mit dem Begriff zu sterben, oder? Ich wäre fast gestorben, weil die Spinne meinte, sie müsste mich von meinem Hochbauen runterwerfen. Müssen wir allerdings noch mal ganz kurz Erde holen. Ich habe nämlich jetzt relativ schnell einen neuen Platz gefunden, den ich easy auffüllen kann mit der Erde, die ich noch hatte. Und dann können, ich habe auch schon eine relativ gute Vorstellung, was ich da alles mitbauen kann. Und ja, dann gucken wir mal, ob das sowas wird. Und die Fläche hier kann ich dann als Naht, ja, ich würde sagen, hier kann man dann die Brücke hinbauen, die dann rüberführt. Du, so, joho. Ja, oder weniger den Eingangsbereich. Bin ich denn dann lang gelaufen, dass ich die Mine gefunden habe? Chris, bist du gerade zu Hause? Ja. Sehr gut. Bleibst du da jetzt auch noch eine gewisse Zeit? Ja. Gut, weil du müsstest dich dann auch gleich noch ins Bett legen. Ich habe nicht vor, erstmal wieder in die Höhle zu gehen. Oder fast. Fast ist das bessere Wort. Was ihr auch gut benutzen könntet für die... einfach nur um den... Ich sag mal, du musst dich an Minecraft irgendwie beschäftigen können, ansonsten wird's schon öde, ne? Was ihr auch machen könnt, das haben wir bei der letzten Minecraft-Runde gemacht. Also nicht das, was wir aufgenommen haben, sondern wo wir so weit auseinandergebaut haben. Chris, kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Wo du gerade relativ früh aufgehört mitzuspielen, leider. Wo Alex und ich zusammengebaut haben. Genau. Da habe ich doch allein auf so einem Berg gebaut. Da habe ich euch doch auch erzählt, dass ich mir eine Trading Hall angeschafft habe, zum Beispiel, ne? Mit Villagern und sowas, die ich mir dann rangeholt habe. Ja, was das ich... weiß ich. Was ich euch empfehlen kann, ist, baut euch so eine Art Railway-System, also hier so ein mit Loren und so weiter, weißt du? Das wollte ich ja, ich habe ja extra unten die Schienen aus dem Minensystem extra eingesammelt gehabt, weil ich halt was Vernünftiges bauen wollte. Aber dann hat mich ja der Verräter Chris dann alleine gelassen. Sind alle scheiße. Guckst gerade auf YouTube nach Schiffswerften? Ich guck mir gerade Bilder an. Achso. Da hole ich mir meistens ein bisschen Anregung und dann versuche ich so selbst. Das kommt lieber mal. Ich habe ein ganz komisches Geräusch gerade gehört. Wie waren die Koordinaten? Solange das kein Knacken ist, ist das alles okay. So knacken. Der Schalker-Typ macht dort dieses Knackgeräusch immer. Wenn er das macht, ist es eh zu spät. Ja, dann hast du eh verloren. Na, nicht unbedingt. Wenn du dich dann nicht mehr bewegst, dann hört er dich nicht mehr. Solange er dich dann noch nicht gesehen hat, ist das eh egal. Sehen tut er dich sowieso nie, der riecht dich. So. Dein Geruch von deinen Füßen riecht mir nach meilenweit. Oh, wieder war. Ah, ist auch nix. Gibt's keine ordentlichen Schiffsdinger. Ja, hier unten baue ich dann den Brückenkopf hin. Ja, dann zu meiner Insel, oder zugeführt.
alles in die Tonne hauen. Was das? Schnell ein Arschficker. Erstmal sind die gute Wortwahl für die jüngeren Leute, oder? Die uns überhaupt zugucken, ja, das sind über 65-Jährige, ja. Ah ja, doch so alt. Ich habe das gesehen, ja, in unseren, wie heißt's, in den Tabellen da. Und wie viele von euren Zuschauern waren Subscriber? Das sind tatsächlich mehr als Non-Subscriber. Wie viele denn, prozentual betrachtet? Ich glaube 64% waren es. Ja, irgendwie sowas. Es sind doch schon wieder diese Leuchtstrahlen. Was ist das? Jetzt ist es weg. Ein Shader-Problem. Das ist, wenn die Chunk. Wie überrascht das klang. Jetzt ist es weg. Oh, da vorne ist es wieder. Das ist, wenn die Chunks generieren, oder? Das ist normal. Mann, ich dachte, das wäre exklusiv nur für mich. Ja, das ist einfach so ein Urankern, der nach oben strahlt. Ja. Geil. Aua. Nicht weinen. Gleich siehst du nur so einen Atompilz und ein fettes Loch in der Luft. Das macht aber keinen Sinn. Hier, es gibt bei der Java-Edition gibt es vom 28. Januar 2010 gibt es Werkzeuge haben jetzt Stufen. Es wurden Holz, Stein und Diamantspitzhacken hinzugefügt. Dann scrollst du ein bisschen weiter runter. Vom 29. Januar 2010 Rezepte für Holz, Eisen, Stein und Smaragdspitzhacke hinzugefügt. Und dann schreiben sie am 30. Januar: Die Smaragdspitzhacke wird in Diamantspitzhacke umbenannt. Aber die Diamantspitzhacke gab es ja vorher schon. Ja, dann, weil es dann wahrscheinlich die Smaragdspitzhacke war. Wir wurden um eine Spitzhacke betrogen. Aber dann gab es damals die Smaragde noch nicht, vielleicht. Doch, die gibt es schon lange im Spiel. Ja, aber nicht so lange. Aber du kannst ja die Smaragde für nichts benutzen. Nee. Handel. Wow. Ja. Ich glaube, das hat Dodo damit ausgeschlossen, mit der Aussage. Ich weiß nicht, wie ich mein Haus bauen soll, Jungs. Quadratlich. Naja, damals, also vor den Smaragden, gab's Rubine. Stimmt gerade, wo du es sagst. Mit den Rubinen wurde vorher gehandelt. Dann kam die Smaragde. 21. Mai 2012. Ja. Mit der Vollversion 1.3.1. Das ist aber sehr erstaunlich. Aber ich würde sagen, damit beenden wir die Aufnahme. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.